Hallo und herzlich willkommen hier auf Jurelda.de. In diesem Video möchte ich euch die harmonische Schwingung anhand des schweren Federpendels oder federschwere Pendels zeigen. Das ist einfach so ein Pendel, da ist eine Feder und ihr habt ein Massestück drunter. Dann kann man das auslenken aus der Ruhelage und dann fängt es an zu schwingen. Schauen wir uns das Ganze ein bisschen genauer an. Wir haben eine Feder. Solange die nur so an der Decke hängt, passiert da gar nichts. Jetzt gehe ich dazu über und hänge ein Gewicht dran. Das heißt, die Feder wird gedehnt nach dem Hooke'schen Gesetz. Ihr kennt das Hooke'sche Gesetz. F, also die Federkraft, ist gleich K mal S, wobei K diese Federkonstante ist, also die Eigenschaft der Feder beschreibt. Und der ganze Zusammenhang, wenn eben dieses Hooke'sche Gesetz gilt, ist dann linear. Das heißt, wenn ich zwei Massestücke dranhänge in der gleichen Masse, dann habe ich doppelte Auslenkung. Und nach diesem Gesetz werden eben solche Federn ausgelenkt. Das heißt, die Kraft, die eine Feder auf ein Massestück auswirkt, kann ich eben schreiben als F ist gleich K mal S. In manchen Büchern, vor allem in Schulbüchern, verwendet man oft für die Federkonstante K nicht das kleine K, sondern tatsächlich ein großes D. Aber da ich das D im Laufe dieses Videos noch für was anderes brauchen werde, möchte ich das hier mit K bezeichnen, wie es in der Uniliteratur oftmals gesehen wird. Das heißt, die Rückstellkraft der Feder, wenn ich also zum Beispiel diesen Punkt bin, also über das hinaus ausgelenkt bin, was das Massestück allein machen wird, ich ziehe also nach unten an den Pendel, dann wirkt hier eine Kraft wieder nach oben, die kann ich ausleihen mit F ist gleich K mal S, die würde also in dem Fall nach oben wirken. Bin ich aber in so einem Punkt, wo ich also das Massestück einfach anhebe nach oben, dann wirkt diese Feder hier, indem sie einfach drückt und wieder in die Ursprungslage zurück möchte, diese Ruhelage, die ich hier gepunktet habe, auch damit F gleich K mal S und es würde halt nach unten gehen. Damit man diese Richtungen anzeigen kann, führt man nun ein Vorzeichen ein und nach unten positiv, nach oben negativ. Aber das kann man machen, wie man möchte. Hauptsache man weiß, dass es, wenn ein negatives Vorzeichen auftaucht, einfach die Gegenrichtung meint von dem ursprünglichen. Jetzt gehen wir dazu über, wir gucken uns dieses Pendel an, wir haben es ausgelenkt und es fängt an zu schwingen. Das heißt, komischerweise, obwohl in dieser Ruhelage ja gerade keine Kräfte mehr wirken, weshalb die Kräfte sich hier wirklich eliminieren, ein Kräftegleichgewicht herrscht, trotzdem, das kennen wir aus Erfahrung, geht das Pendel immer weiter, es geht über die Ruhelage hinaus und das funktioniert nur, weil die Masse in zwei Teile zu sehen ist. Einmal die schwere Masse und einmal die träge Masse. Und die Trägheit dieser Masse sorgt dafür, dass es nicht sofort hier zu stehen kommt, sondern die träge Masse sorgt dafür, dass es eben weiterhin mit der Geschwindigkeit, die es hier noch hat, die dann zwar abnimmt, aber weiter ausgelenkt wird, bis wieder zu diesem Maximum und dann zurückgeht. Die Auslenkung in die eine Richtung, die gleiche Auslenkung in die andere Richtung. Ich könnte gerne im anderen Video nachschauen oder es mir einfach mal so glauben. Und wenn ich jetzt so eine Schwingung mir genau anschaue, dann stelle ich fest, dass eine Schwingung immer gewisse Dinge braucht. Zum einen braucht es etwas, das schwingen kann, in unserem Fall dieses Massestück. Dann, oder man nennt es oft nicht nur Schwinger, sondern auch Oszillator. Dann brauche ich eine Auslenkung, weil wenn ich es so anschaue, da schwingt natürlich nichts. Ich muss es am Anfang einmal auslenken. Und diese maximale Auslenkung nenne ich dann auch oftmals noch die Amplitude. Dann brauche ich natürlich ganz dringend eine rücktreibende Kraft, wenn ich hier etwas auslenken würde, ohne dass die rücktreibende Kraft hier, also F ist gleich K und S, wirken würde, dann würde es hier gar nicht mehr zurückgehen. Das heißt, ich brauche immer auch eine rücktreibende Kraft. Interessant bei solchen Dingen ist natürlich vor allem das zu messen, wie lang geht eigentlich so ein Schwingvorgang. Also ich lenke es hier unten aus und dann möchte ich die Zeit stoppen, weil dann geht es hier nach oben und geht wieder nach unten. Wie lang geht es, bis es hier unten ankommt? Und diese Schwingungsdauer, diese Periodendauer, die nennt der Physiker groß T. Hin und wieder misst man aber auch die Frequenz. Und die Frequenz ist nichts anderes als Frequenz F und das ist einfach 1 durch T, das heißt hier T wäre 1 durch F, einfach der Kehrwert, also man misst die Anzahl der Schwingungen in der Zeiteinheit. Oftmals ist das hier einfach leichter zu messen oder besser anzugeben. Hier natürlich die Einheit Sekunde und bei der Frequenz 1 durch Sekunde, der Physiker weiß das, das ist die Einheit Hertz. Jetzt gibt es natürlich Schwingungen, die recht seltsam sind und der Physiker an sich sagt dann, wir wollen eine harmonische Schwingung. Eine harmonische Schwingung, werden wir nachher sehen, kann man sehr gut beschreiben, weil es einfach sehr regelmäßig ist. Und damit man so etwas erhält, sagt der Physiker, naja, harmonisch sind alle Schwingungen, die ich mit einem linearen Kraftgesetz beschreiben kann.
und das ist nichts anderes als F ist gleich minus D mal S. Das heißt, die drücktreibende Kraft F muss proportional sein zu der Auslenkung S. Das heißt, genau das, was hier bei der Feder gegeben ist, weil wir ja dem Hooke'schen Gesetz gehorchen, das heißt F ist gleich K mal S, in unserem Fall wäre also D genau K. Nun, wenn dieses Gesetz gilt, müssen wir uns mal ein bisschen weiter überlegen, was dann eigentlich für unsere Auslenkung S dafür rauskommt. Wir wissen jetzt, S ist abhängig von der Zeit, je nachdem, wann ich das genau anschaue, ist die entweder 0 oder maximal in die positive Richtung, maximal in die negative Richtung. Das ist also von der Zeit abhängig. Man müsste hier also eigentlich schreiben S von T. Und jetzt überlegen wir das ein bisschen weiter. Wir wissen ja, was passiert, wenn ich die S von T nehme. Und ich leite das einmal ab. Der Physiker nimmt für die Ableitung den Punkt. Die Ableitung der Zeit ist der Punkt. Wir leiten S einmal ab und dann kommt hier einfach die Geschwindigkeit raus. Die Geschwindigkeit ist die Ableitung des Weges. Jetzt leiten wir das Ganze noch einmal ab. Also ich möchte S zwei Punkte haben, dann muss ich V Punkt berechnen. Und die Ableitung der Geschwindigkeit, die Änderungsrate der Geschwindigkeit, ist natürlich die Beschleunigung A. Das müsste sogar wirklich im Abi oftmals können. Die letzten Jahre im Wahlteil des Abiturs in Baden-Württemberg kam das sogar in Mathematik dran. Also auch da müsst ihr das euch mal anschauen. Was bringt jetzt diese Erkenntnis dem Physiker, dass S2-Punkt gleich A ist? Nun, wir wissen jetzt, die Kraft, die rückstellende Kraft muss minus D mal S sein oder S von T. Wir wissen aber auch gleichzeitig, nach Newton können wir es auch immer schreiben als M mal A. Naja, auch A von T natürlich an. Jetzt sehen wir aber natürlich, dass ich A von T schreiben kann als S2-Punkt von T. Und schon haben wir da was stehen, was der Mathematiker mit Differentialgleichung nennt, ein DGL, Differentialgleichung. Und die müssen wir lösen. Nun, solche Dinge zu lösen ist nicht ganz so einfach. Man muss oftmals einfach die göttliche Eingabe haben oder die tolle Idee, wie man sowas lösen kann. Und hier, die zweite Ableitung soll das gleiche sein, wird irgendwie bis auf ein paar Konstanten, wie die ursprüngliche Funktion, dann riecht es immer sehr stark nach Sinus und Cosinus. Wäre das mit der ersten Ableitung der Fall, dann riecht es immer nach einer E-Funktion. In dem Fall machen wir es ein bisschen einfacher, nehmen das n rüber. Wir suchen also minus d durch m, st soll es gleich sein wie s 2 Punkt oder gern auch umgeschrieben, s von t soll es gleich sein wie m durch d negativ s 2 Punkt von t. Und jetzt habe ich gesagt, es riecht sehr stark nach einer Sinus- oder einer Cosinus-Funktion. Schauen wir uns auch mal an, was passiert denn. Ich nehme einfach eine Funktion, die heißt S Dach mal Sinus Omega von T als Ansatz. Ich möchte die Ableitung davon bestimmen. Naja, ihr wisst, der innere Ableitung, wir haben also Omega S Dach Cosinus Omega T. Wir leiten es nochmal ab, Omega Quadrat minus Sinus Dach S Dach Sinus Omega von T. Nun vergleichen wir das, also erste Ableitung, zweite Ableitung, wir vergleichen das mal hier. Dann seht ihr, das Einzige, was sich hier geändert hat, zu oben, der Vorfaktor minus Omega Quadrat ist. Und somit wissen wir jetzt, dass unser Vorfaktor Omega Quadrat, also genau dieses dm sein muss. Oder anders gesagt, Omega ist nichts anderes als Wurzel aus. Das kann ich jetzt aus Vergleichen von diesen, egal welche davon nennt, Gleichungen mit dem hier drüben vergleichen und ich kriege es als Koeffizientenvergleich raus. Also das wäre S von T, S Punkt von T, die wir nicht brauchen, und S2 Punkt von T. Und dann kann ich das mit dem Koeffizientenvergleich ganz schnell raussehen. So, warum habe ich hier S da hingeschrieben? Ja, ihr wisst ja aus der Mathematik, dass dieses S da, wenn ich eine Sinusfunktion habe, genau die Amplitude ist, also die maximale Auslenkung. Und das ist auch bei unserer Schwingung so, das ist S da, ist genau dieses hier, die maximale Auslenkung. Ich kann jetzt also unser Elongationszeitgesetz, unsere Abhängigkeit davon, aufschreiben als S t von t ist gleich S da mal Sinus Omega T, wobei wir Omega hier unten hier schon haben. Naja, was bringt uns das nun? Zum einen haben wir jetzt ein DGL gelöst, zum anderen
ist bei solchen Sachen immer interessant, eben genau diese Frequenz oder diese Periodendauer auszurechnen. Also wie lang geht eigentlich so ein Schwingvorgang und von was hängt das eigentlich ab? Hängt es davon ab, ob ich hier auf der Erde bin oder auf dem Mond? Hängt es davon ab, wie schwer dieses Massestück ist? Hängt es von der Feder ab, wie stark oder schwach die Feder ist? Oder von was könnte es sonst noch abhängen? Und also, um das rauszufinden, muss ich jetzt irgendwie eine Formel für T mir herleiten. Und wenn ich das hier schon habe, dann weiß ja, wissen wir ja aus der Mathematik, dass der Vorfaktor vor der Variablen, also dieses Omega hier, genau, wenn was hier als P bezeichnet, dann gilt P ist ja genau eben 1, 2Pi durch dieses Omega. Und damit können wir natürlich auch T ausrechnen, weil wir haben jetzt das, was wir sonst mit Variablen x haben, hier P nennt, ist bei uns nichts anderes als T. Das heißt, T wäre 2Pi durch Omega. Und wenn ich jetzt für Omega das hier drüben einsetze, P durch M, und die Wurzel davon, dann habe ich hier 2Pi mal M durch D. Das im Bruch, im Nennerstand, also unterhalb des Bruchstrichs, muss ich es, wenn ich es also durch den Bruchteil, den ich mit dem Kernwert male, deswegen dreht sich das hier genau um. Und wir sehen also jetzt, bei einer harmonischen Schwingung habe ich 2Pi mal Wurzel von M durch D. In unserem Fall wäre das M durch K, weil wir ja die Federkonstante K haben und D und K sich hier in dem Fall entsprechen. Die Lichtgröße D gleich der Federkonstante K wäre. Das heißt, wenn wir diese Formel nun interpretieren müssen, sehen wir, dass die Schwingungsdauer nur von der Masse, die angehängt wird, und von der Richtkonstante, also in dem Fall von der Federkonstante, beeinflusst wird. Es hat zum Beispiel überhaupt keine Auswirkung, ob ich so ein Federpendel nun hier auf der Erde mit G gleich 9,81 bei uns hier in Mitteleuropa oder auf dem Mond, wo G etwa 1,6 darstellen würde, also Meter in Sekunde Quadrat. Und somit macht es überhaupt keinen Unterschied, wo man das machen würde. Wir könnten also ein Pendel herstellen, das genau im Sekundentakt schwingt, könnten das auch auf den Mond stellen und es schwingt immer noch im Sekundentakt. Das haben wir jetzt hier mit rausgefunden. Nun, in weiteren Videos schauen wir uns noch andere Schwingungen an, die meistens harmonisch sind. Und dann können wir das mal vergleichen, ob das auch bei anderen Schwingvorgängen so ist. Nun, vielen Dank, dass ihr hier reingeschaut habt auf www.urelda.de. Besucht uns doch mal auf Facebook und bleibt uns gewogen.